Wie sollen wir mit dem rumgehampelten Tank finden? Hm. Ist das der gleiche Müll, den du MK erzählst, anstatt direkt auf den Punkt zu kommen? MK? Hä? Natürlich kennst du ihn nicht mehr. Eines Tages wirst du ein grauenhafter Lehrmeister sein, das garantiere ich dir. Guter Witz. Stell dir mal vor, ich würde jemanden unterrichten. Können wir jetzt den Meister vernünftig suchen gehen? Du weißt genauso gut wie ich, dass wir nur erfahren, um was für eine Art von Dämon es sich handelt, wenn wir mit dem hiesigen Shugo sprechen. Was für ein Ding? Shugo! Komm her! Put! Shugo! Shugo! Komm schon, mein Kleiner, ich brauche dich! Shugo! Da bist du ja. Der lebt in einem Loch? Oh, weiser Shugo, ein Dämon nahm unseren Meister gefangen und wir machen uns Sorgen um ihn. Hast du irgendwas davon mitbekommen? Wow, interessant. Sprich weiter. Oh, so ist das also. Vielen Dank für dein Wissen. Was hat er gesagt? Der Dämon, den wir suchen, ist in diesem Schloss da. Wieso hast du dafür die ganze Nacht gebraucht? Nö, hab ich doch gar nicht. Der Kleine ist unglaublich. Er kannte so viele tolle Geschichten. Ja. Also, Erhabenheit, was hat dich hierher geführt? Erhabenheit? Ja, damit kann ich leben. Wir haben eine Mission. Eine andere böse Dämonin will alles Leben auslöschen, also suchen wir gerade nach einer Waffe, mit der wir sie besiegen können. Du hast nicht zufällig einen großen mystischen Ring, der aus Feuer geschmiedet wurde, in deinem Besitz? Nein? Okay, nun, dann mache ich mich wieder auf den Weg. Du hast doch noch gar nicht aufgegessen. Ein wenig mehr wird schon in Ordnung sein. Lass von meinem Meister ab, teuflischer Dämon! Ich bin Sun Wukong und der Mönch steht unter meinem persönlichen Schutz! Wovor willst du ihn beschützen? Einer schönen Königin? Hören Sie, Fräulein, wir lassen nicht zu, dass Sie unseren Freund verpotzen! So was würde ich niemals tun! Oh, wirklich? Und wozu dann die ganzen Illusionen? Okay, na gut. Ja, ich bin eine Dämonin. Bist du nun zufrieden? Was ist falsch daran, eine schöne Königin sein zu wollen, anstatt eine verhasste Dämonin? Hey, um eins klarzustellen, mich zu essen wird dich nicht unsterblich machen. Sicher wird es das. Er ist der große Mönch Tang Sang Tang. Ignoriere ihn. Die Pepperoni spricht aus ihm. Nochmal zum Mitschreiben. Ich will absolut niemanden hier aufessen. Oh, können wir dann einfach gehen? Was? Nein, kannst du nicht. Du bleibst bei mir. Auf ewig. Keine Sorge, Meister. Hier kommt Monkey King. Nein, mein Stab.